Ich möchte dieses meinen Beitrag beginnen mit einem Brief. Und zwar ein Brief, den die Künstlerin Dorit Trebia an meine Kollegin Katrin Schrader kürzlich schickte. So, es ist egal. Okay. So, und zwar schrieb Dorit Trebia: Bereits am 10. August, 4 Tage nach Bewerbungsschluss, war klar, dass das Programm, und es geht hier um Neustadt Kultur in Bezug auf Kinder unter 7 Jahren, das Programm 10-mal mehr Bewerberinnen hat als Stipendien vergeben können. Die nächste Ausschreibung für Stipendien für bildende Künstlerinnen aus dem Sonderförderprogramm, die in dieser Woche endet, wird wahrscheinlich ähnliche Zahlen schreiben. Was bedeutet es, wenn die eigens zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise veranschlagten Gelder nur einen Bruchteil der bedürftigen Künstlerinnen erreicht? In der Antragsablehnung heißt es, aufgrund der begrenzten Fördermittel konnten bedauerlicherweise nicht alle förderungswürdigen Anträge berücksichtigt werden. Die Jury musste sich deshalb für unter Berücksichtigung der Vergaberichtlinien für besonders förderungswürdige Anträge entscheiden. Aber wer ist denn besonders förderwürdig? Diejenigen, die sowieso schon in der Förderschleife stecken und für die es nicht die erste Förderung ist? Und der ganze Rest dient nur dem Beweis, dass es eigentlich mehr Bedarf gibt? Neustadt Kultur gilt also nur für einige Privilegierte. Mir tut diese Absage besonders weh, weil es eine unsägliche Vermischung von 2 hochsensiblen Aspekten ist, auf die sich die Ablehnung bezieht. Auf meine Arbeit und auf mein Dasein als Künstlerin mit Kindern. Für beides gilt nun nicht besonders förderungswürdig. Als Künstlerin bin ich es gewöhnt, kreative Überlebensstrategien zu entwickeln. Kurse wollte ich in diesem Jahr geben. Unseren kleinen, neu gegründeten Projektraum haben wir dafür und einige Ausstellungen und Veranstaltungen hergerichtet. Gemeinsam mit meinem Mann, der auch Künstler ist, habe ich investiert und überlegt, auch um endlich aus der prekären Situation, in der wir auch vor Corona schon lebten, herauszukommen. Unsere Pläne haben sich zerschlagen. Der Raum ist zu klein, um nach den Hygieneregeln Kurse oder auch Veranstaltungen darin abhalten zu können. Wir brauchen Unterstützung, denn Corona bringt unser sehr fragiles Überlebenskonstrukt weiter in Gefahr. Das Programm Neustadt Kultur der Bundesregierung sollte das berücksichtigen und nicht eine weitere elitäre Förderpraxis etablieren. Die Gelder müssen breiter gestreut werden. Alle professionell arbeitenden Künstlerinnen, die prekär sind, brauchen Unterstützung. So, dieser Brief Brief wird verstärkt durch einen Brief von Susanne Britz, ein Mitglied unseres Vereins, die schon verwundert sich äußert, dass die Kriterien der Altersbegrenzung bei Kindern von 0 bis 6 Jahren beginnt, die gerade in Zeiten von Corona keinen nachvollziehbaren Sinn ergibt, da gerade auch Schulkinder zumeist daheim betreut werden müssen. Die größte Irritation jedoch ergab sich beim Blick auf die Geförderten, die zu einem großen Teil, nämlich 60%, menschlichen Geschlechts sind. Männlich, männlich, danke. Besonders befremdlich ist für mich, dass diese Geschlechtsungleichgewicht, gerade Geschlechterungleichgewicht, das Ergebnis einer Jury ist, die aus großen Teilen sogar aus Frauen besteht. Ich verlange eine Überprüfung, ob diese Form der Auswahl im Rahmen des Förderprogramms rechtlich zulässig ist und erwarte, dass der Kunstfonds kritisch die bestehende Förderprozedur untersucht. So, ich glaube, diese beiden Briefe beschreiben einen wesentlichen Zustand unseres gegenwärtigen Lebens. Die Fragilität der sozialen Konditionen für Künstlerinnen und Künstler, zumindest in diesem Punkt scheint es schon eine gewisse Geschlechtergerechtigkeit zu geben. Die Covid-19-Pandemie hat uns alle mit der Frage nach der Sinnfälligkeit unseres Tuns konfrontiert. Deutlich wurde aber auch, dass die Position der Frau und damit auch der Künstlerin in einem Maße reduziert wurde, die leider die Diskussion über Sichtbarkeit und Möglichkeit der Ausübung des Berufes Künstlerin auf eine viel dringlichere Stufe gehoben hat. Wir
Und damit meine ich den Verein Xantippe und die Inselgalerie in ihrem Team. Wir haben uns die Frage nach zeitgenössischen und zukünftigen Formen der Künstlerinnenförderung in Hinblick auf unser 25-jähriges Bestehen vor 2 Jahren noch unter den Ansatz gestellt, wie zeitnah eine solche Künstlerinnenförderung noch ist. Sollte es nicht eher direkt um die Geschlechtergerechtigkeit gehen? Wir haben in der Galerie Zustimmung gefunden mit unserer Fokussierung des Galerieprogramms auf das Sichtbarmachen der Kunst von zeitgenössischen Künstlerinnen, vor allem bei Künstlerinnen, die im Rahmen von internationalen Austauschen bei uns waren. Aber wir haben auch ein gewisses Befremden bei jungen Künstlerinnen bemerken können, die diese Form der Polarisierung für nicht mehr zeitgemäß halten. Wir wollten deshalb darüber den Austausch suchen, bundesweit, länderübergreifend. Corona, von der wir damals allerdings noch nichts ahnten, hat uns eine Antwort gegeben, die deutlich werden ließ, Gender Pay Gap und Gender Show Gap rückversetzten vor allen Künstlerinnen wieder in die Rolle der Familienbetreuerin, der Mutter, die den Beruf als vernachlässigbar ansehen musste. Wir glauben so, dass es in unseren Diskussionen grundsätzlich darum gehen muss, dass im fernen Ziel wohl die Chance für alle Geschlechter gleich sein muss, den künstlerischen Beruf hauptberuflich ausüben zu können. Aber im Nahziel sollte die Künstlerin im Fokus der Diskussion bleiben. Wir haben vor gut 2 Jahren sowohl für das Symposium als auch für unsere Jubiläumsausstellung den Titel Weglängen gewählt, ohne zu ahnen, dass das auch ein sehr reales Moment haben würde. Denn Weglängen beschreibt auch den Prozess zu unserer heutigen Zusammenkunft. 2018 als Idee begonnen, 2019 als Antrag formuliert, 2020 verschoben von Mai auf September und nun in der Umsetzung völlig anders gestaltet. Nicht die wünschenswerte analoge Begegnung, die streitbare Kommunikation zwischen den Referentinnen und dem interessierten Auditorium, sondern dafür eine Diskussion zwischen Fachfrauen, deren Statements virtuell nach draußen übertragen werden. Gäste haben Zutritt, aber nur über ein Skype-Fenster. Wir halten Abstand und die Hygieneregeln ein. Was wir zusammentragen werden an Visionen, konkreten Projekten und Forderungen, erreicht das von uns gewünschte Auditorium auf dem Umweg über die virtuellen Kanäle. Wir bitten Sie deshalb als Ausrichtende, all ihre Bereitschaft einzubringen, um das Ziel des Symposiums mit einem Manifest an die Multiplikatoren und Kommunikatoren gehen zu können, welche Wege zu beschreiten sind, damit Geschlechtergerechtigkeit in allen sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Bereichen nicht nur Diskussionsschwerpunkt bleibt, sondern vor allem Zustand wird. Der Deutsche Kulturrat hat kürzlich einen sehr umfänglichen Forderungskatalog zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien aufgestellt, der dieses Thema als Querschnittsthema benennt und gesamtgesellschaftlich definiert. Ein Katalog, dem in seiner Umfänglichkeit und von der frühkindlichen Erziehung bis zum Bildungsweg bis hin zur Verhinderung der Altersarmut, vor allem bei Künstlerinnen, dem wirklich nur zugestimmt werden kann. Doch welche praktischen Schritte bedarf es dazu? Antworten können wir vielleicht gemeinsam finden in diesen 2 Tagen. Aber vielleicht müssen wir feststellen, dass ein wichtiges Ergebnis, das Miteinander kommunizieren in analoger Weise ist. So, und jetzt muss ich noch betonen, denn eigentlich wollte ich in meinem Beitrag ja auf die spezielle Form unserer Künstlerinnenförderung als europäisches Modellprojekt, sowohl provokativ, aber gleichzeitig als auch eine Frage. Ich mache das jetzt ganz kurz. Sie finden viel davon auf der Website. Wenn wir von dem Verein Xantippe e.V. und der Inselgalerie sprechen, dann ist es unmöglich, ohne den Namen Ilse Maria Dorfstecher, ein schöner freudscher Versprecher eben.
Bereits im Herbst 92 fanden sich Künstlerinnen und Kunstwissenschaftlerinnen um die Theater- und Kunstwissenschaftlerin Ilse Maria Dorfstecher zusammen, um Strategien zu entwickeln, wie sie ihre Existenz durch künstlerisches Schaffen auch in Zukunft absichern können, um gegen ein Verschwinden, eine Ausgrenzung, gegen eine Systemzuschreibung von ostdeutscher Kunst aufzutreten und deren unvoreingenommene kunstwissenschaftliche Betrachtung zu fordern. Vor allem aber ging es um die Position der Künstlerin in einer Gesellschaft, die ihre Männerdominanz auch in der Kunst bis heute demonstriert. Die Frauen wählten die Xanthippe, die als zänkisch verrufene Gefährtin des Sokrates, zu ihrer Identifikationsfigur, um auf die jahrhundertalte männerdominierte Geschichtsinterpretation hinzuweisen, in der die kreative Energie der Frau stets als Gefahr für die männliche Hierarchie empfunden wurde. Sie symbolisierten so den Willen der Gründerin, widerständig zu sein gegen Gender Show Gap and Gender Pay Gap. Sicht- und hörbar sein, die Forderung damals, eine Wanderausstellung, die gefundene Form. Die entstandenen Arbeiten wurden darauf im Jahr unter dem Titel Begegnung 1 an drei Ausstellungsorten präsentiert, unter anderem im Frauenministerium in Bonn. Die damalige Ministerin Angela Merkel eröffnete die Ausstellung. Zwei Jahre später schufen sie mit der Inselgalerie einen Ort der Örtlichkeit für Künstlerinnen aus Ost und West. Ich möchte jetzt noch kurz zu Ilse Maria eingehen, die von 1995 bis 2017 ehrenamtlich die Inselgalerie vorstande. 2007 erhielt sie für ihr unermüdliches, kämpferisches und nicht zuletzt taktisches, erfolgreiches Wirken den Berliner Frauenpreis. Sie verstarb in diesem Jahr, kurz nach ihrem 88. Geburtstag. Das Konzept der Galerie, das dürfte Ihnen bekannt sein. Ich werde jetzt also in Anbetracht der Kürze der Zeit, die wir zur Verfügung haben, das reduzieren. Ich möchte nur auf eine große Form der Unterstützung hinweisen, die 1989 sozusagen den Anfang nahm, indem die Senatsverwaltung für kulturelle Angelegenheiten einen Bereich Förderung von Künstlerinnen einrichtete, um die Unterrepräsentanz von Frauen im Kunst- und Kulturbetrieb entgegenzusteuern. Der Bereich verfügt seit 1992 über ein eigenes Etat. Dank der Förderung durch diesen Etat, durch die Senatsverwaltung Kultur und natürlich auch mit der Unterstützung eines gewachsenen Netzwerkes ist es den Xanthippen gelungen, die Inselgalerie während ihrer sehr unfreiwilligen Wanderung von der Inselstraße 13 über die Torstraße bis zu unserem jetzigen dritten Standort in Berlin-Friedrichshain stets lebendig und widerständig zu erhalten. Aber wie zeitgemäß ist eine solche Form der Förderung zeitgenössischer bildender Künstlerinnen mit ihrer Sichtbarkeit in einer Galerie überhaupt? Wo ist der merkantile Effekt für die Künstlerinnen, wenn marktkonforme Formen wie die Beteiligung an Messen aus pekuniären Gründen ausbleiben müssen? Wenn statt Ausstellungshonorare nur Ausstellungsaufwandsentschädigungen möglich sind? Wir versuchen vieles. Natürlich bieten wir virtuelle Ateliergespräche, holen über Podcasts und Social-Media-Plattformen die Arbeiten der Künstlerinnen aus ihrer Corona-bedingten Vereinzelung, bieten Ausstellungen an wie diese, die Künstlerinnen zusammenbringt, die eine spezielle frühe Form der Künstlerinnenförderung, zum Beispiel eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, verbindet mit der Selbstverständnis von Künstlerinnen, die die Konditionen von ihrer Kunst zu leben sehr wohl kennen. Und ich würde Sie gern darauf hinweisen, dass wir heute, wenn Sie möchten, im Zeitraum des Get Together eine Einführung in diese Ausstellung durch Dr. Gabi Iwan anbieten. Sie können sich dafür bei meinen beiden Kolleginnen an der Tür in eine Liste eintragen lassen. Ich hatte noch eine kleine private Auswertung zu diesem Thema. Und unabhängig davon, wie hoch die Leistung der Macher der Position 2020 einzuschätzen ist, zeigte mir auch eine Analyse, dass das Verhältnis von ausgestellten Künstlerinnen zu den männlichen Kollegen in diesem Jahr ungefähr 25% beträgt. Vor einem Jahr war das Ergebnis ernüchternde 12%. Ich wünsche uns allen eine fruchtbare Zeit in der Galerie und in den Zelten, die das temporäre nicht nur in unserer Tagung symbolisieren. Vielen Dank.
Guten Morgen, ich bin Katrin Schrader. Ich bin hier in der Galerie für das Veranstaltungsprogramm und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und ich darf Sie heute Vormittag durch das Programm führen. Es gibt jetzt noch zwei Impulsvorträge und danach haben wir Zeit, miteinander zu diskutieren. Und ich bitte Sie auch noch mal, wie das schon Eva Hübner tat, immer unser Manifest im Hinterkopf zu behalten, das wir am Ende verabschieden wollen. Also wo es darum gehen soll, welche Forderungen stellen wir an wen und wie sieht Künstlerinnenförderung, wie könnte sie in den nächsten 25 Jahren aussehen, falls sie so lange noch notwendig sein sollte. Unser nächster Gast ist Dr. Ingrid Wagner. Sie ist eigentlich die, die beim Berliner Senat die Künstlerinnenförderung erfunden hat. Sie kam als junge Studentin, sie hatte in Berlin Kunstpädagogik, Kunstgeschichte, Germanistik und Germanistik studiert. Und in dieser Aufbruchstimmung, in dieser feministischen Aufbruchstimmung der 80er Jahre und hatte dann auch promoviert zu einem Frauenkunstthema und hatte in ihrer Studienzeit schon als Lehrbeauftragte an der UdK gearbeitet, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, bis sie 1991 Referatsleiterin des Künstlerinnenprogramms, das 92 dann eingerichtet wurde, aufgrund ihrer Initiative wurde. Und bis vor kurzem, bis 2020, war sie also in der Künstlerinnenförderung des Senats aktiv tätig und natürlich eine der begehrtesten Frauen Berlins in den Künstlerinnenkreisen. Und sie wird uns jetzt über die Erfahrungen aus dieser Arbeit berichten. Und es, genau. Herzlich willkommen, Ingrid Wagner. Hallo alle miteinander. Ich freue mich über die Einladung, obwohl ich ja nun schon zum alten Eisen gehöre, dass Frau Hübner mich schon frühzeitig eingeladen hat und überhaupt, dass der Verein Xanthippe dieses Symposion hier auf die Beine gestellt hat, finde ich hervorragend. Unter diesen Bedingungen ist es natürlich nicht so schön, aber wir werden wohl das Beste draus machen, denke ich. Ja, wir haben ja eben schon viel gehört von Frau Hübner, wie die Situation heute ist. Und ich muss sagen, ich bin seit 91 ja in der Kulturverwaltung tätig und hatte damals den Auftrag von Rolf Momin, dem damaligen Senator, bekommen, ein Frauenprogramm einzurichten. Und dieses Frauenprogramm hat mir gar nicht gepasst, denn ich wollte jetzt nicht Frauen fördern, sondern ich wollte Künstlerinnen fördern, Künstlerinnen aller Sparten. Und das war dann also schon programmatisch die erste Setzung, dass ich das Programm dann ein 92-Künstlerinnen-Programm nannte. Ich hatte, wie meine Vorrednerin schon sagte, viel Frauenforschung schon hinter mir an der UdK. Ich war genau informiert über die Situation der Frauen damals. Und ich dachte, man muss jetzt nicht mehr über weibliche Ästhetik oder sonstige Dinge sprechen, sondern man muss den Diskurs um Frauen in der Kunst öffentlicher machen und man muss den professionellen Charakter oder die Professionalität der Künstlerin voranbringen. Fehlende Professionalisierungsstrategien, wir müssen uns vor Augen halten, in den 90er Jahren, die damals noch viel stärkere gläserne Decke, das heißt, das nach oben unmögliche Aufsteigen, sowohl in Galerien oder in Kunstvermittlungseinrichtungen, waren Themen, die mir es an sich leicht machten, dieses Programm dann durchzusetzen. Und 1,2 Millionen D-Mark war nicht schlecht damals. Ich hatte erst einen Schock, als der Senator mir das sagte, aber dann habe ich mit Hilfe von 9 Beiratsmitgliedern, die alle feministische Position vertraten, dieses Programm entwickelt und die wunderbare Möglichkeit gehabt,
Stipendien, wir haben damals 9-monatige Stipendien vergeben, 18.000 Mark waren es damals, Projekte und Institutionen wie zum Beispiel Xantippe zu fördern. Wir hatten diesen Beirat aus 9 Leuten, 9 Frauen, Bali Export oder fällt mir jetzt gerade gar keine andere, Helge Sander, die GEDOC war vertreten. Ja, und eine Frau für Musik, eine Frau für Tanz und Theater. Und es war klar, die Anträge der Frauen waren im ersten Jahr, ich glaube, es waren, glaube ich, 400 Anträge. Wir wurden überflutet davon und mussten uns da erstmal durchwühlen und haben natürlich sehr schöne Ergebnisse gehabt. Aber ich muss natürlich jetzt hier an den Brief anknüpfen, der verlesen worden ist. Die Jurys können ja immer nur so viel Geld ausgeben, wie es da ist. Und es wurden sehr, sehr harte Diskussionen geführt, was gefördert werden soll. Und es hat dazu geführt, dass einige Künstlerinnen eine Karriere machen konnten. Zum Beispiel Sascha Walz war eine der ersten, die von uns gefördert wurde, die damals mittellos in Kreuzberg saß und die durch mehrfache Förderung dann überhaupt erst diesen Anschub bekommen hat. Wir konnten aber auch mit dem Projekt, und das ist natürlich auch wichtig für heute, Symposien, Workshops und Vorträge organisieren, die in der Stadt Wirkung zeigten. Wir hatten verschiedene Events, wie man es heute nennt. Wir hatten im Amerika-Haus die Guerilla Girls. Das ist eine Gruppe von Frauen, die in New York angefangen hat, mit Plakaten die Ausstellungspolitik der großen Museen zu skandalisieren. Und wir hatten Symposien, wo es darum ging, welche Museumsdirektoren wie zu dieser Frage Frauen im Kunstbetrieb standen, wo das ganze Auditorium der Akademie der Künste in vollkommener Aufregung war, als Herr Ammann aus Frankfurt sagte, naja, also da gehört schon etwas Weiblichkeit dazu, wenn man als Künstlerin erfolgreich sein will. Nicht? Und also wir hatten auch den damaligen Leiter des Jüdischen Museums eingeladen, weil mir immer auch Parallelen aufgefallen sind, damals schon, zu diesen ganzen Minderheiten. Frauen sind ja nun keine Minderheit, aber es ging ja um Emanzipationsbewegungen und wie das heute auch immer weiter sich aufspaltet, hatte ich damals das Interesse zu hören, wie ein jüdischer, israelischer und Leiter eines Museums diese Frauenfrage sieht, ob er nur jetzt die jüdischen Künstler sieht oder ob er sieht, dass es da eventuell Parallelen der Stigmatisierung gibt. Und er hat sich sehr tapfer darum herum geredet. Aber es war so, dass das alles beobachtet wurde in der Stadt und der Diskurs tatsächlich Fahrt aufnahm. Zugleich habe ich in der Verwaltung ein internes Controlling eingeführt. Ich habe meinen Chefs auf allen Ebenen beigebracht, von Künstlerinnen und Künstlern zu sprechen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Damals waren es alles Künstler und die Referatsleiter sagten, naja, wir fördern natürlich Künstler. Da habe ich gesagt, na guckt mal hin, wie viel sind es denn? Ach, diese Fliegenbeinzählerei, das brauchen wir doch nicht. Das habe ich aber dann durchgesetzt in einem Controlling und siehe da, es waren in der bildenden Kunst damals circa 20%, in der Musik waren es 8%, in der Literatur waren es auch so circa 25%. So, ne? Und in der darstellenden Kunst, weil es da Gruppen sind, wurde gar nicht gezählt, weil es den Herrschaften da auch
so aufwendig war. Mittlerweile ist dieses System immer weiter verfeinert worden. Wir können also da genaue Zahlen mittlerweile erheben. Und mit den Zahlen konnte ich natürlich in der Verwaltung auch punkten, indem ich ihnen dieses gefühlte, ja, wir fördern ja Frauen und ich kenne ja auch eine Frau und so, in denen ich ihnen das austreiben konnte. Das war für mich schwierig in der Verwaltung, weil ich sozusagen die Frauenfrau war und das Programm davon immer abgespalten wurde. Das Programm war ja sehr erfolgreich, es wurden wirklich tolle Sachen gemacht, tolle Ausstellungen eröffnet in den Jahren und die Verwaltung hat gelernt, aber trotzdem war es so, dass die Referatsleiter in den einzelnen Sparten sehr skeptisch waren, dass man das eigentlich gar nicht bräuchte. Der Erfolg ist gewesen, dass mittlerweile tatsächlich über 55% natürlich Antragstellerinnen in der bildenden Kunst zum Beispiel sind und dass auch oft Jahrgänge dabei waren nach dem Künstlerinnenprogramm, also ab 96, dass ich manchmal 80% Frauen, dass 80% der Frauen gefördert wurden und nur 20% Männer, was dazu führte, dass Männer uns natürlich Briefe geschrieben haben. Aber es waren immer, und dafür habe ich ja auch gesorgt, ausgeglichene Jurys. Meistens war es eine Frau mehr. Wir haben ja meistens 5 Jurymitglieder und davon waren meistens mindestens 3 Frauen und 2 Männer. Und die haben natürlich, weil ich war ja auch immer dabei, haben sehr darauf geachtet, die Gendergerechtigkeit zu befolgen. Es gab allerdings auch mal ein Jahr, wo es mehr Männer als Frauen waren, aber das hat sich immer wieder ausgeglichen. So dass ich sagen kann, dass es seit 1996 in den meisten Sparten, bis auf Musik, eine erheblich höhere Zahl erstens von Antragstellerinnen gibt und zweitens eine erheblich höhere Zahl von Förderungen für Frauen. Das hat sich durch das Programm, will ich meinen, wurden die Künstlerinnen auch professioneller, haben sich auch eher getraut, Anträge zu schreiben. Das war in den 90er Jahren noch nicht so und die Anträge waren zum Teil grottenschlecht von Künstlerinnen. Also ich hatte damals sehr, sehr viel zu tun mit Atelierbesuchen und Antragsvorbereitung, weil es damals noch zum Beispiel dieses Programm Goldrausch gab es erst ab 92, also weil es noch keine Professionalisierungsangebote gab und auch keine Strategien, wie Frauen damit umgehen sollen, denn sie wissen alle, wie an Hochschulen Kunst gelehrt wird. Wer die Aufnahmeprüfung bekommen hat, hat schon mal einen Weg geschafft und es wurden immer mehr Frauen aufgenommen an den Hochschulen, aber es wurde niemand damit belästigt, sich um die professionelle Karriere zu kümmern. Das war bis 96 ein Teil. Auch der Beirat damals hat sich sehr eingebracht in Atelierbesuchen und in den ganzen Symposien, die wir durchgeführt haben und Workshops. Und ich denke, dass die Auswirkungen des Künstlerinnenprogramms bis heute wirken. Es ist zwar völlig vergessen, wenn ich jungen Frauen erzähle oder erzählt habe, die sich von mir beraten ließen oder die so fragten, und ihnen davon erzählt habe, waren die immer völlig baff, das hatten sie noch nie gehört. Ja? Also so schnell vergeht die Zeit und so schnell und so vergesslich werden wir auch in unserem feministischen Gedächtnis. Was ich immer gesagt habe, und darum habe ich natürlich auch das Programm Künstlerinnenprogramm genannt, es muss um professionelle Künstlerinnen gehen, es muss darum gehen, dass die Künstlerinnen sich professionalisieren und es muss darum gehen, dass dieses Selbstbewusstsein, was Künstlerinnen haben, nach außen getragen werden kann.
Dazu fehlen aber leider, finde ich, immer noch die Strukturen, die Frau Hübner eben erzählt hat. Man kann durch fast alle Ausstellungen durchgehen, man kann in Galerien gehen, man kann in Musikveranstaltungen, Theater, Tanz oder Ähnliches gehen und man wird eine immer meistens geringere Zahl von Künstlerinnen vorfinden. Es sei denn, es wird ausgezeichnet als Frauenveranstaltung, wo ich gut verstehe, dass viele Künstlerinnen daran nicht großes Interesse haben, weil durch die feministische Debatte sich Künstlerinnen auch wirklich stigmatisiert fühlten und eben sich davon Abstand genommen haben. Ich habe in meiner Dissertation ja sehr viele Frauen interviewt zu ihren Lebensläufen und zu ihren ästhetischen Vorbildern und das war immer ein ganz wunder Punkt. Bekennt man sich dazu, Feministin zu sein oder versucht man das irgendwie zu umschiffen? Und das ist ein Thema, was die Frauen tatsächlich gerne meiden. Sascha Walz schreibt immer noch Künstlerinnenprogramme in ihre Biografie, aber viele Künstlerinnen, die damals von uns gefördert worden sind, schreiben Förderung durch die Senatsverwaltung. Und das spricht Bände, nicht? Ja, ich denke, dass wir heute wieder, also ich meine, Frau Merkel hat ja durchgesetzt, dass in den großen Aufsichtsräten quotiert wird, was nicht sehr gut funktioniert durch wegen der Widerstände, aber ich habe damals schon immer über Quote geredet und die Künstlerinnen waren sehr zurückhaltend. Niemand möchte eine Quotenfrau sein, aber ich finde das heutzutage eigentlich wirklich sinnvoll, dass darüber nochmal diskutiert wird, wie man diese Struktur breit in der kulturellen Öffentlichkeit verankern kann. Und natürlich geht es auch Gender Pay Gap und diese ganzen Fragen sind, ja, es scheint so in aller Munde, aber es ist ja immer noch so, und das wissen wir ja bis heute, dass Frauen im Kunstbetrieb, in der bildenden Kunst zum Beispiel, im Monat 2000 Euro weniger haben als ihre männlichen Kollegen. Woher kommt es? Weil sie vielleicht auch verkaufen, weil sie vielleicht Honorare, Projektzuschüsse bekommen und weil Frauen einfach weniger vertreten sind in diesem ganzen Zirkus. Ja, es ist erstmal so mein das Großmütterchen erzählt aus revolutionären Zeiten, aber ich bin heute immer noch aktiv und denke, das muss weitergetrieben werden. Vielen Dank. So, als nächste Referentin kommt Barbara Rüth und sie ist eine Schlüsselfigur zu unserer Ausstellung. Sie wird auch darüber sprechen, wie es zu dieser Ausstellung kam. Das ist mit einem Projekt verbunden, das sie 1992 kuratiert hat, mit dem schönen Titel Eigenart Ostfrau. Barbara Rüth hat Kunst und Geschichte in Greifswald studiert und hat später als Redakteurin für die Zeitschrift Bildende Kunst gearbeitet. Sie hat uns auch ein Exemplar mitgebracht. Und zwar ist das die erste Ausgabe der Bildenden Kunst der DDR gewesen. Ich halte es auch mal in die Kamera. Die sich mit feministischen Themen auseinandergesetzt hat. Und sie war daran maßgeblich, also sie hat das eigentlich konzipiert und hatte die Idee dazu. Also ein sehr historisches 89, Mai 89, Preis 5 Mark. Ja, Barbara Rüth war auch an so spannenden Projekten als Kuratorin beteiligt, die wir alle kennen, wie zum Beispiel die Ausstellungsreihe Reservoir im Wasserspeicher im Prenzlauer Berg oder die schöne Aktion Kunst statt Werbung im U-Bahnhof der U2 am Alexanderplatz. Da war sie immer dabei, also als Projektleiterin, Kuratorin. Zuletzt hat sie bei Förderband, im Verein Förderband gearbeitet und hat dort ein Online-Archiv über Projekte
und Orte der freien Szene Berlins aufgebaut. Barbara Rüth. Ich möchte über ein Projekt sprechen, das sich Eigenart Osttor nennt. Es ist ungefähr auch die Zeit, wo sich die Saint-Tippe gegründet hat. Das Projekt wurde als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme von einer Gleichstellungsbeauftragten 1992 aufgelegt. Dabei wurden 17 arbeitslose Kulturschaffende aufgefordert, sich mit ihrer Situation 2 Jahre nach der Wende zu befassen. Gemeinsamer Nenner war, dass alle irgendwie aus ihrer beruflichen Bahn geworfen waren und sich neuen Herausforderungen stellen mussten, wie auch ich als Redakteurin sozusagen keinen Job mehr hatte. Also ich bin auch Teil dieses Projektes gewesen. Durch den Zusammenbruch des ganzen Kultursystems von Verlagen, Zeitungen, Kunstvereinen, Messen, Film und Fernsehen und dem Kunsthandel verloren die einen ihre festen Anstellungen und die Künstlerinnen ihre Käufer, Auftraggeber und Ansprechpartner. Dabei lag der Fokus unserer Arbeit auf die wissenschaftliche und künstlerische Durchdringung der Problemlage in einem möglichst gemeinsamen Prozess. Während die Künstlerinnen bildhafte Entsprechungen fanden, versuchten die Geisteswissenschaftlerinnen, sich der sozialen Komponente zu nähern. Denn um die Lage der Künstlerin benennen zu können, versuchten sie sich vorerst überhaupt dem Phänomen Osttor anzunähern, eingedenk der Fragwürdigkeit so einer Pauschalisierung. So waren 90% der DDR-Frauen berufstätig, von Seiten des Staates mit verschiedenen Maßnahmen gefördert. Das hatte allerdings eine Doppelbelastung durch Familie und Beruf zur Folge. Eine zaghafte feministische Frauenforschung fand erst gegen Ende der DDR statt, da es ja im DDR-Verständnis auch keine Geschlechterungleichheit gab. Die Hinterfragung tradierter Rollenbilder fand meist nur im privaten Rahmen statt. Viel entscheidender war eigentlich damals die Opposition zu den patriarchalen Machtstrukturen. Diese zu durchschauen und zu unterminieren vereinte in diesem Falle Männer und Frauen. Zum Selbstverständnis der meisten Frauen gehörten auch eigene Kinder, wie sie die meisten im Projekt auch hatten. Also ich muss jetzt mal gucken, eigentlich sollte da der Film laufen. Ach, der läuft, okay, Entschuldigung, da sage ich dann später was. Ach so, ja, da läuft er ja. Okay, das ist, naja, ein Videofilm zu dem Projekt. Ja, okay. Zum Selbstverständnis der meisten Frauen gehörten eigene Kinder, die auch die meisten im Projekt hatten. Ob das im Westen ebenso war, wollten wir herausfinden. Dazu luden wir gemeinsam mit dem Deutschlandfunk Westberliner Künstler ein, um mit ihnen über die Vereinbarkeit von Kunstausübung und Mutterschaft zu debattieren. Dabei kristallisierte sich sehr stark heraus, dass die Westkünstler knallhart sagten, wenn du nicht einen wohlhabenden Ehemann oder Geld im Hintergrund hast, musst du dich zwischen Kunst und Karriere entscheiden. Und das hätten sie auch getan. Da die Projektfrauen bereits Kinder hatten, ging es jetzt nicht mehr um diese Entscheidung, sondern dass das Problem der Kinderbetreuung nun noch hinzukam. Eine weitere Herausforderung bestand darin, sich im neuen System zu vermarkten. Das heißt, sichtbar zu werden in Ausstellungen, Stipendien, Veröffentlichungen in der Presse und auf dem Kunstmarkt. Aufgrund ihrer ostdeutschen Prägung und dem Kappen fast aller relevanten Kontakte empfanden die Künstlerinnen die Selbstvermarktung als sehr belastend und sahen daran eine große Hürde für ihren weiteren Werdegang. Durch die ABM-Maßnahmen wurde den Teilnehmerinnen ein Jahr Zeit zur Besinnung und Reflexion gegeben. Da sie keine Künstlergemeinschaft mit einem gemeinsamen Ziel oder Botschaft waren, also wie zum Beispiel Saint-Tippe, hielt sich die Begeisterung zur Zusammenarbeit in Grenzen. Denn eigentlich wollten die Künstlerinnen diese Zeit nutzen, um in Ruhe ihre Kunst zu machen. Dennoch wurden mehrere Workshops veranstaltet, 4 Ausstellungen zusammengestellt und in einem einstündigen Videofilm wurden alle nach ihren Befindlichkeiten befragt und ihre Aktion dokumentiert. Eine auf 10 Minuten gekürzte Fassung, bei der auch die ausstellenden 3 Künstlerinnen Sigrid Herdam, Kerstin Seltmann und Kerstin Grimm Auskunft geben, ist in dieser Ausstellung zu sehen. Am Ende entstand noch ein Katalog, naja, den könnte ich zeigen.
Ja, in dem von jeder Frau ein Statement sowie ein Porträtfoto und ein Kunstwerk oder wissenschaftlicher Beitrag enthalten war. Diese Art der Unterstützung, dass Künstler vorwiegend selbstreflektiert arbeiten konnten, hat es nur kurze Zeit gegeben. Dann waren die Angebote vom Arbeitsamt meist Projekte, in denen Künstlerinnen vermittelnd auftraten. Wobei diese ABM-Maßnahmen noch eine Sonderregelung war, die im Einigungsvertrag speziell für VBK-Künstlerinnen ausgehandelt worden war. Ich glaube, für Westkünstler betraf das nicht zu, dass sie ABM-Stellen in Anspruch nehmen konnten, wenn sie nicht vorher angestellt waren, 3 Jahre. Ja, also das war schon mal ja, eine Besonderheit. Ja, wir haben uns gefragt, was aus den 10 Künstlerinnen geworden ist. Und mit einer Ausnahme sind alle mit eigenen Webseiten präsent und noch immer künstlerisch aktiv. Von ihnen haben wir 3 Künstlerinnen, Berliner Künstlerinnen, eingeladen, ihre neuesten Arbeiten gemeinsam mit 3 jüngeren Künstlerinnen zu zeigen. Wir erhoffen uns einen Dialog zwischen den Generationen verbal und künstlerisch. So, ich könnte jetzt hier enden, weil wahrscheinlich die 7 Minuten vorbei sind. Ich könnte auch noch was sagen zum Weg der 3 Künstlerinnen. Interesse? Oder für später? Na gut. Die Wege der 3 Künstlerinnen nach dem Verlassen des Projekts 1993 verliefen ähnlich, aber auch unterschiedlich. Zum einen wurden weiterhin ABN-Stellen angeboten, wo die Künstlerinnen meist kunstvermittelnd mit Schülerinnen tätig waren, mit Schülern. Andere haben kunstnahe Tätigkeiten ausgeübt, wie zum Beispiel Sigrid Herdam, die als gelernte Bildhauerin in der Steinrestaurierung neue Erfahrungen sammeln konnte. Kerstin Seltmann hat sich stark in Workshops, Kursen und Kuratorentätigkeit engagiert. Einzelne Kunst am Bau-Aufträge ließen dann aufatmen. Des Weiteren wird sie von einer Galerie vertreten, sodass sie jetzt von ihrer Kunst leben kann. Kerstin Grimm hat ziemlich schnell die Förderangebote wahrgenommen und hat etliche Stipendien erhalten, wie vom Kultursenat, von der Stiftung Kulturfonds, vom Kulturministerium Brandenburg und hat Stipendienaufhalte in Olivano, Mallorca und London gehabt. Das waren immer Atempausen, um am eigenen Werk weiterarbeiten zu können. Heute ist sie in einer renommierten Berliner Galerie vertreten, durch die sie auch leben kann. Interessant wäre zu fragen, inwieweit ihre ostdeutsche Prägung förderlich oder hinderlich für ihren künstlerischen Werdegang war und welche unterschiedlichen oder ähnlichen Erfahrungen haben jüngere Künstlerinnen auf ihrem künstlerischen Weg. Für mich ist, um Kunst relativ entspannt produzieren zu können, halte ich die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens für Künstlerinnen für eine super Lösung, wo keiner mehr sich bewerben brauchte und sich ständig mit solchen Sachen beschäftigen müsste. Jeder kennt ja die Antragslyrik, was das alles für Künstler bedeutet. Ja, okay, das wäre jetzt mein Beitrag für... Danke. Bitte schön. Ja.